Jetzt aber. Impulsiv. Ja, schockanfällig. Komm. Ja, ja. Jetzt aber. Spezialangriff. Geht nicht. Ich stirb da vorher. Das war aber trotzdem knapp gerade. Ihr kommt jetzt mit. Sagt dann, sie liegen auf dem Boden und sind tot. Na gut. War trotzdem machbar, auch wenn ich alleine war und nicht geheilt vorher. Selber schuld. Aber wir haben es geschafft. Mehr zählt ja eigentlich nicht, oder? Nee. Das ist die Hauptsache. Die drei stecken hinter dem Racheengel? Oh Mann, ist das ein Dummkopf! Wir sind Racheengel, nicht Racheengel. Ah, das tut weh. Halt's Maul, du Idiot! Sieh dir die Kerle doch an. Denkst du echt, die könnten hinter den Kuhs des schönen und intelligenten Racheengels stecken? Nein. Das sind drei Kleinkriminelle, die sich hier in der Gegend eingenistet haben. Und ein Vierter. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Besser spät als nie. Und jetzt sorgt dafür, dass diese Deppen ihre gerechte Strafe bekommen. Haben wir schon, ich hab sie verhauen. Na los, kommt mit. Ich geh noch mit. Hey, nicht so ruppig. Bisschen Respekt, wenn ich bitten darf. Ja, genau, Res. Respekt? Und was ist mit den Gütern? Wenn du willst, helfe ich dir beim Tragen. Nicht nötig. Das schaffe ich alleine. Besser. Ich kenne den Weg im Schlaf. Mach dir keine Sorgen. Mach ich nicht. Der Racheengel hat zugeschlagen. Mir wurde eine Lieferung für Don Corneo gestohlen. Ich verabschiede mich dann mal. Ohne dich hätte der Racheengel alt ausgesehen. Danke. Du bist doch auch alt. Na? Bestem Dank, der schöne und edle Racheengel der Slums. Hab mich wohl ungewollt zum Komplizen gemacht. Sag ich dir aber, MP und TP geheilt. Geht doch. Ich hatte echt zu wenig. Wieso die MP weg waren, weiß ich nicht gerade. Das war komisch. So, einen Quest machen wir noch und dann holen wir die Olle ab. Oh. Ah, die Muckibude. Sehr gut. Ein neues Gesicht. Aber ist das der Bronco? Wie hieß der? Bruno? Der schöne Bruno? Wie hieß der denn? Ich weiß es nicht mehr. Cloud, willkommen im Fitnessstudio Mann, oh Mann. Ich hab dich schon erwartet. Ich bin Jinan, der Trainer. Tut mir leid, dich direkt damit zu überfallen, aber würdest du dich mit unseren Mitgliedern messen? Ja, klar. Ernsthaft, Chef? Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Alter. Das sollten wir auf einen Versuch ankommen lassen. Aber ja, er wirkt sehr kräftig, das stimmt. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Bereit. Brennende Schenkel. Auf einen Wettkampf bekommen? Ach, guck einer an. Megatrank, Glücksboost, Meistergürtel. Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Bist du dir wirklich sicher? Kannst du ein Schwert schwingen, wie ich das kann? Was wirst du bereuen, du Hungerhaken? Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier Brauch. Ja. Also, auf los geht's los. Ist aber dann doch anders als im Original. Es ist zwar drin, aber nicht in dem Kontext. Für mich kommt das auch noch, aber das glaube ich bald nicht. Kniebeugen-Duelle Teil 1. Teil 1? Was ist denn das? Oh, ist das 1, 2? Muss ich aber auch nur die gleiche Reihenfolge machen, oder was? Ich hoffe, dass die Symbole gleich aber mit XYB so weit angezeigt werden, weil sonst bin ich raus aus der Nummer. Muss aber an das Controller angepasst. Es ist ja hier auch, wird schon. Orientiere dich am Hilfssymbolen, um das Timing ist klar. Gleichstand, Wettstand verloren, aber Hilfe verschwunden ist. Okay. Achso. Sobald die Hilfssymbole verschwunden sind, kannst du dich an die Bewegung orientieren. Okay. Hauen wir es ab. Wenn Timing perfekt ist, gewinnst du Schwung und kannst die schneller machen, ja. Läuft. Bleibe ruhig und achte darauf, dass du nicht zu früh oder zu spät drückst. Ach, sonst geht dann Moment verloren. Wahrscheinlich statt Momentum im Englischen. Kann man auch im Deutschen nennen. Sonst geht dann Moment verloren. Was ist das denn für eine Aussage? Geht doch drauf. Erschöpfung. Bei Wettkämpfen gegen stärkere Spieler kommt auch Erschöpfung ins Spiel. Je schlechter dein Timing, desto anstrengender ist es und Cloud verkackt. Bei großer Erschöpfung erscheint eine Anzeige und aufladen musst. Okay, ich mach einfach mal. So, auf Achtung.
zack, 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 zack. Haha, Idiot. Zack, 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 zack. Ich glaube, das kriegen wir hin, aber ich bin nicht mehr ganz im Rhythmus, glaube ich. Ich bin mal schneller irgendwie, vor allem. Das ist ein bisschen irritierend, weil ich kein Bild dazu sehe, aber ist okay. Ja, machst du echt gut, der Dickerchen, ne? Kann auch schneller machen, so ist nicht. Ah! Ich war ich hab verkackt, wieso das denn? Nein! Los, komm! Ich fang wieder langsam an, ich verstehe. Umso schneller, umso unsichtbarer. Ach so! Nee, doch nicht. Also, umso schneller, umso unsichtbarer wird das Ganze. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Haben wir, glaube ich, easy gewonnen. Aber es ist immer auch der leichteste Gegner von allen, ne? Das ist so eine Lust, die fällt ja da oben dabei. Die machen das nicht mit Gewicht, diese Kniebeuge. Ich bitte euch. Eine große Sache. Läuft. Ja. Easy. Teil 1. Oh, ist nicht wahr, oder? Ist wahr. Wieso? Wie konnte ich bloß gegen so eine halbe Portion verlieren? Soldier, Marco, schummeln. Geht es nicht um Masse, sondern Klasse, mein Freund. Ja und nein. Man darf Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Schreibt euch das hinter die Ohren. Danke, dass du mir bei dieser Lektion geholfen hast, Cloud. Und entschuldige die Umstände. Cloud, ist okay. Wir sind hier eine große Familie. Und du bist nun ein Teil davon. Ich brauche eine Perücke. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Pumpen zumute ist. Ja, ich pumpe. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen. Warte, heute Morgen schon, aber komm. Das wäre erledigt. Ich sollte langsam zurück. Nee, ich brauche einen Meistergürtel. Wenn dir wieder nach einem Training zumute ist, sprich einfach mit Ich Sandra. Sollte langsam zurück, sagt er gerade. Im Sinne von, dass es jetzt doch erst gemacht werden musste, huh? Um weiterzukommen. Na? Ja, will ich. Nein, nicht Anfänger. Wo ist der andere Typ? Der da? Du willst ein Duell? Ja. Alles klar. Santos. Bist du bereit für unser Duell? Los geht's. Piep. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wo? Das ist ja. Direkt am Anfang aufgehört? Scheiße, das ist ja eklig. Das vorgeschritten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, gedrückt halten. Okay, achso. Das Erschöpfungsding. Ah, das war das Erschöpfungsding. Das ist ja eklig, ey. Ah. Ich kann im Original auch nichts gehabt zum gucken. Oh, der ist schneller als ich. Nein, zu früh gemacht. Nein, ich weiß, er erscheint und das A kommt. Aber nein, ist doch falsch. Ich werde verlieren. Wahrscheinlich. Scheiße. Schwerer als gedacht hier tatsächlich. Ach, fuck. Dreckiger Mist. Verdammter. Nein, ich werde verlieren. Ah, das ist ja eklig. Und das ist erst fortgeschritten. Ich muss noch Meister schaffen irgendwie. Ja, ich hab verloren, ich weiß. Revanche! Gegen so einen komischen Iro-Typen, ich glaub's ja. 34 hat er gemacht, mehr als ich am letzten Mal. Und das war leicht. Shit. Das soll ich toppen? Wer zusammen trainiert, kommt zusammen in Das sehe ich noch nicht. Ich werde alles geben, halt den Sappel. Gib am besten gar nichts. Ach, scheiße. Das ärgert mich ja. Schaffe ich nicht. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Na. Hab ich gemacht. Problem war, er war zu langsam. Ich war zu schnell. Ja, Rhythmus und so, ich weiß. Jetzt nicht schlapp machen. Nee, ich doch nicht. Ihr schafft das. Oh, zack, 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 zack. Oh, na. Das war zu früh? Wieso hat der mich jetzt überholt? Einfach so? Ich bin doch in einer Führung gewesen. Oh nein. Das wird nichts, das sage ich euch. Das weiß ich jetzt schon ganz genau. Oh Mann. Da, 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 da.
Ich krieg's nicht ganz hin, weil es ist nicht. Ich hab keine Füßführung drin hier. Oh, er hat schon 20? Er hat schon 20 geschafft. Er hat niemals schon 20 geschafft. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Fuck. Okay. Überholt. Überholt. Ja. Ja, der Schweiß fließt schon. Ja. Ja. 35. Neuer Rekord. Loser. Aber ich habe ein bisschen Glück mit ihm gehabt. Ich meine, davor hat er 34 geschafft. Das ist natürlich eine andere Hausnummer als 25. Wenn das wieder schnell ist, ist es wieder. Ja. Du bist unglaublich gut in Form. Wenn das nachher wieder schnell ist, ist es wieder leichter zu machen. Ich muss nur da bleibt immer gleich. Oh. Dir eine Runde gegen mich zu, Klaus? Ist auch noch ein halbes Hemd. Vielleicht mit den anderen beiden jedenfalls. Aber gut. Lach nicht so, ich muss ja. Die Meistergürtel haben. Werd mich nicht zurückhalten. Ich mich aber schon beim ersten Mal. Ich lasse sie gewinnen, okay? Deal, Deal. Nein, was? Ich hab sie gesagt, ich halte mich zurück. Ich bin da so. Ich bin voll fair und alles. Was? Der ist auch rausgerutscht. Mann, was ist hier los? Ich bin da schnell von ihm gerade geworden. Scheiße, normal. Komm, komm. Mistverdammter, ey. Das ist zu langsam gerade, das gefällt mir nicht. Da. Ah. Wenn man erstmal rauskommt mit diesem langsamen, geht's ja. Wenn man das langsam ist, ist es total doof, weil es halt langsam schneller wird. Und das Tempo dabei zu erkennen ist schwierig, weil die Musik ein anderes Tempo hat auch nebenbei. Oh, komm schon. Ich wollte gewinnen, das. Ja, ist alles gut. Oh, wie schnell das wieder ist, der Typ. Ach, Mist. Was gibt's doch nicht? Schon wieder zu schnell. Abbruch, Abbruch. Neustart. Darf ich neu starten? Ich kann neu starten. Oh, was ist denn das? Ich bin so aufgeregt. Ich bin so nervös. Ach, scheiße, ey. Warum ist hier jetzt auch 1,30? Das Ganze war immer nur eine Minute gewesen. Oh, stimmt. Das gibt es doch nicht. Wieso bin ich mal zu früh beim Drücken hier? Weil ich bin hektisch. Oh, er macht 37. Fuck. Der hat 37 geschafft. Habt ihr das gesehen? Da komme ich nicht hinterher. Halt einen Sappel. Oh, Mann, oh. Nur mal zum Schluss verkackt. Eck ist das. Ist doch nicht zu glauben. Ich schäme mich ein bisschen. Ein bisschen sehr. Aber es hilft nichts. Ich muss den Meistergürtel haben. Geh nächstes Mal entspannter an die Sache ran. Ah. Ja, ich bin total entspannt. Lass uns zusammen schwitzen. Na komm. Ich hoffe, du hast dich aufgewärmt. Ich bin total warm. Ich bin heiß. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich bin in Führung. Okay, jetzt bin ich schnell. Nein, das war ich wieder so. Scheiße. Ich war gerade ab 8. Das schnell drücken hat mich gerade irritiert. Komm, mach weiter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bam, 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 bam. Wieso hat er mich überholt? Was hat er mich überholt? Ah, shit. Und wieder raus. Ich will wieder von vorne anfangen, das lohnt sich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr aufzuholen. Einmal rauskommst wie jetzt gerade und das war's. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ruhe da hinten. Ich muss mich konzentrieren. Ach, scheiße, ich bin einfach. Das gibt's doch nicht. Die Musik irritiert doch total hinten, weil es völlig ein anderer Rhythmus ist, einfach. Ich sollte niemals dieses Final Fantasy Thread Rhythm spielen. Vier Rhythm. Wie heißt das Spiel? Nein, jetzt ein Rhythmus-Spiel halt, was auch dem wieder rauskommt, neuer Teil. Nicht meine Welt. Komischerweise als Musiker, ist ein bisschen beschämt das Ganze, aber. Was, 39? Kannst du doch nichts erzählen? Ach, zack, 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 zack. Gut, ich meine, wenn es aber ein Rhythmus zur Musik wäre, wäre es was anderes, ne? Aber so langsam schneller werden, das ist halt eine andere Herausforderung, als Bus zur Musik die Rhythmus halten. Das ist.
natürlich auch eine Sache, die man sagen muss. Halt den Rappel, ich will nochmal. Ja, will ich. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich meine, ich. So als Beispiel, ich gewinne jetzt eine von 10 Runden. Ich hoffe, es wird eine bessere Quote werden. Und er sagt, oh, du hast dich besiegt, du hast gewonnen, hier kriegst du alles. Das ist auch unlogisch, weil die hat fast immer gewonnen. Das ist irgendwie dann auch eine Art komische Art und Weise. Ach, guck mal, ich kann aufgeben klicken. Gut zu wissen. Los geht's.